In diesem Video geht es um alle Indikatoren, die auf der Wolfix-Plattform verfügbar sind. Die vollständige Liste finden Sie im Menü-Setup Studies. Der erste Indikator, Bar Complete, zeigt den prozentualen Anteil des abgeschlossenen Balken ein. Bar Size widerspiegelt die Größe jeder Bar in Ticks. COT High Low. Dieser Indikator zeigt das kumulative Delta seit der Aktualisierung des Minimums und des Maximums jedes Balken an. Er wird am oberen und unteren Rand jeder Bar angezeigt. COT High ist das kumulative Delta ab dem Zeitpunkt, an dem das Maximum der Bar aktualisiert oder erneut getestet wird. In der Regel ist es negativ. COT Low ist das Delta seit der Aktualisierung oder dem Retest des Barminimums. In der Regel ist es positiv. Jedes Mal, wenn der Preis den High erneut testet oder aktualisiert, wird das COT High von Anfang an berechnet. Mit diesem Indikator kann man die Marktreaktion auf die Aktualisierung des Maximums, Minimums einer Bar abschätzen. Wenn wir einen stark negativen COT High sehen und der Preis fällt, bedeutet das, dass die Käufer abgesagt haben, für diesen Preis zu kaufen. Wenn der COT High negativ ist, aber der Preis steigt, bedeutet das, dass die Käufer in den Markt eingetreten sind. Mit anderen Worten, sie nehmen den Höchstpreis an und fordern den Preis nach oben. Die nächste Funktion ist das Grid, das Einrichten des Periodentrainers. Dazu gibt es ein eigenes Video. Der Link steht in der Beschreibung unter diesem Video. Die Heatmap des DOMs ist eine visuelle Darstellung der Markttiefe und ihres Verlaufs. Jedem Stundenwert des DOMs wird eine bestimmte Farbe zugewiesen. Es ermöglicht, die Markttiefe als Farbkarte darzustellen. Nehmen wir zum Beispiel das im Moment größte Bid. Es beträgt 277 Kontrakte für den Preis von 130. Es wird in der kräftigsten roten Farbe angezeigt. Die kleinsten DOM-Werte werden blau eingefärbt. Je intensiver die Farbe auf der Farbkarte ist, desto größer ist das Volumen im DOM. Mit Hilfe dieses Indikators, der Heatmap, können wir auf der Geschichte einschätzen, zu welchen Preisen Käufer und Verkäufer ihre Bids und Asks am meisten angeboten haben. Wir können auch sehen, dass der wichtigste Marktpreis heute 4.130 ist. Während der gesamten Session gibt es zu diesem Preis ein großes Volumen im DOM. Und noch ein paar Worte über die Einstellungen dieses Indikators. Lower Cut-Off Prozent erlaubt 20% der kleinsten DOM-Werte zu ignorieren. Upper Cut-Off-Prozent ermöglicht die Verteilung des Volumens im DOM relativ zu den Farben zu stabilisieren. Das bedeutet, dass jedes Volumen, das über diesem Wert liegt, mit der gleichen hellsten Farbe definiert wird. Über die Einstellungen der horizontalen und vertikalen Histogramme gibt es bereits ein eigenes Video. Dort zeigen wir detailliert, wie man die Histogramme einrichtet. TD Sequential Indicator. Das ist die Erfindung des berühmten Traders der technischen Analyse, Tom DeMarc. Seine Idee besteht darin, die Trendumkehrpunkte zu finden. Wenn der Preis neunmal die Bedingungen der Steigerung oder Rückgangs erfüllt, ist der Trend in der Regel erschöpft und die Wahrscheinlichkeit einer Umkehr oder Korrektur ist hoch. Bitte beachten Sie, dass der Indikator nur im Zusammenspiel mit anderen Marktanalyseinstrumenten funktioniert und nicht als einzelnes Signal verwendet werden kann. So wird der Indikator berechnet. Wenn die aktuelle Bar höher schließt als die Bar vor vier Perioden, dann erfüllt dieser Balken die erste Bedingung. Ähnlich verhält es sich mit dem zweiten Bar. Schließt sie höher als der Balken vor vier Perioden, ist auch Bedingung 2 erfüllt. Und so wird die Zählung bis 9 fortgesetzt. Bei 9 zeigt der Indikator die Erschöpfung des Trends und eine wahrscheinliche Umkehrung an. Bei 9 Balken wird eine Linie gezeichnet,
die eine Trendumkehr anzeigt. Auf der Wolfgangs-Plattform kann man für die bequeme Arbeit die Anzeige nur der 9. Ziffer einrichten. In den Einstellungen geben wir die Zeile 9 an und die anderen Ziffern verschwinden. Dieser Indikator ist besonders effektiv auf dem Ranger-Markt. Auf dem Trendmarkt kann er ebenfalls verwendet werden, allerdings auf eine andere Art und Weise. Die vom Indikator angezeigten Niveaus können als Mirrorlinien für den Trendhandel verwendet werden. In diesem Fall zeigt der Indikator beispielsweise eine Umkehrung an, aber gleichzeitig können wir sehen, dass der Markt heute im Trend liegt. Und wir können diese Niveaus für den trendfolgenden Handel nutzen. Dann haben wir die Einstellungen für Timeframe 2. Das sind die Profile für die ausgewählten Zeitrahmen. Diese Funktion wird auf dem Kontrollpanel aktiviert. Und in den Einstellungen können wir diese Profile konfigurieren. Eine detaillierte Beschreibung der Einstellungen finden Sie im Video unter dem Link in der Beschreibung. TPO-Cluster ist die Aktivierung der TPO-Linien oder Wertzonen in jeder Bar. Er zeigt die Zone an, in der es am meisten gehandelt wurde. Der nächste Indikator ist TWEP, der zeitgewichtete Durchschnittspreis. Der Preis wird berechnet, indem die Preise der Instrumententrades in bestimmten regelmäßigen Zeitabständen genommen werden. Da wird der einfache Durchschnitt dieser Preise berechnet, ohne dass das Handelsvolumen zu jedem von diesen Preisen berücksichtigt wird. Anders als bei VWAP. Als nächstes betrachten wir den Indikator Unfinished Auction. Seine Grundlogik ist recht einfach. Öffnen wir zunächst den Double Cluster Chart BidAsk, denn genau dieser Chart wird zur Berechnung des Indikators verwendet. Jeder Balken ist also eine separate Auktion, bei der sich Käufer und Verkäufer gegenüberstehen. Wir können die Ergebnisse der Auktion im Volumenprofil beobachten. In der Regel gilt die Bildung eines neuen Maximums als abgeschlossen, wenn null Kontrakte auf Bids gehandelt wurden, wie in diesem Fall. Das heißt, dass es auf der Sell-Seite null Kontrakte im Sell-By-Cluster oder Bid-Ask gibt. Das bedeutet, dass die Käufer ihre Angebote nicht mehr vorgeschlagen haben. Es gab keine Käufer mehr, die bereit waren, für diesen Preis zu kaufen. Die Auktion gilt in diesem Fall als beendet. Dasselbe gilt bei Verkäufen. Die Auktion gilt als beendet, wenn zum Minimum der Ask war, das heißt auf der Buy-Seite, null Kontrakte gehandelt wurden. Es gibt keine Angebote zum Verkauf. Wenn am High-Low der Bar sowohl auf der Sell- als auch auf der Buy-Seite Kontrakte gehandelt wurden und der Balken geschlossen wurde, wird diese Situation als unvollendete Auktion bezeichnet. Und da die Käufer am High der Bar bereit waren zu kaufen, wird der Preis wahrscheinlich erneut dieses Niveau erreichen, um die Auktion zu beenden. Solche Situationen werden automatisch mit einer Linie auf dem Chart markiert, auch wenn ein anderer Charttyp, wie zum Beispiel das Volumen, aktiviert ist. Der Indikator arbeitet in Synthese mit anderen Marktanalysen-Tools und ist nicht das einzige Signal für den Einstieg in den Markt. Volume Fixing ist die Suche des Gesamtvolumens in einem bestimmten Zeitrahmen. Schauen wir uns ein Beispiel an. Wir wählen aus, was berechnet wird: Volumen, Delta oder Anzahl der Trades. Dann bestimmen wir das Intervall, für das das Volumen berechnet werden soll. Die Tickdose bestimmt, für wie viele Preisniveaus das Volumen berücksichtigt wird. Mit anderen Worten, wenn Sie die Tickgröße 2 wählen, wird das Volumen als Summe von zwei Preisniveaus berechnet.
Dann geben wir das Volumen ein, 2000 Kontrakte. Man kann auch die Zeit der Limitaktivierung, den Linientyp und den Alarm einstellen. Klicken wir New und schließen wir das Fenster. Wie funktioniert der Indikator nun? Da der Zeitrahmen von 30 Minuten ausgewählt wurde, wird das Diagrammfenster in 30 Minuten Timeframes unterteilt. Wenn in einem der Zeitrahmen insgesamt 2000 Kontrakte oder mehr zu einem der Preise gehandelt wurden, wird dieser Preis mit der gewählten Farbe markiert. Erwähnen wir eine wichtige Funktion Max Value Only. Wenn sie aktiviert ist, wird nur der Preis mit dem maximalen Volumen im Intervall beleuchtet. Wenn zum Beispiel 3000 Kontrakte für einen Preis und 2500 für einen anderen Preis gehandelt wurden, wird nur das maximale Volumen markiert. Mit Hilfe dieses Indikators kann man die Preise suchen, die von den Käufern oder Verkäufern festgehandelt wurden. Und der letzte Indikator VWAP, ein Indikator, der einen volumengewichteten Durchschnittspreis anzeigt, Volume Weighted Average Price. Er wird berechnet, indem die Summe des Volumens zum Preis addiert wird, Preis mal Volumen, und dann durch das Gesamtvolumen geteilt wird. VWAP wird als zusätzliches Tool verwendet, das in erster Linie für den Intraday-Handel benutzt wird und einen gewichteten durchschnittlichen Volumenpreis anzeigt. Außerdem kann man die Abweichung von der VWAP-Linie in Prozent oder in Pips angeben. Das wäre alles. Sollten Sie Fragen zu bestimmten Indikatoren haben, wenden Sie sich bitte an unseren technischen Support über die Kontakte in der Beschreibung. Vielen Dank für Ihre Aufmerksamkeit. Wir wünschen Ihnen einen schönen Tag.